Citizen Science, vom Gango zum vollberechtigten Mitarbeiter, Professor Dr. Abraham Bernstein vom Institut für Informatik der Uni Zürich, schließt jetzt gerade sein MacBook Air an und wird es dann gleich hoffentlich online sein. Er ist Informatikprofessor an der Uni, hat dort hat 2012 schon an der Open Government Data Strategie der Schweiz eine Studie mitgearbeitet und beschäftigt sich auch sonst stark mit Daten im Semantic Web, Linked Data, von dem her genau das, was wir hören wollen. Ich bin gespannt. Jetzt sind wir miteinander. Who does not understand German? Who does not understand German? The people who don't... Okay. Now we have a problem. Wer versteht kein Englisch? Also, I'm sorry for the people who don't understand German. I think I'll continue in English. You can talk to me. I'll gladly talk about this in English later. Also, es freut mich sehr, heute hier zu sein, nur zum MacBook Air. Ich kann Ihnen erzählen, was sind drei Leute, die im Starbucks sitzen mit einem MacBook Air. Das ist ein Startup, oder? Also das ist so, das sieht man an vielen Orten. Doch darum geht es heute nicht. Ich möchte Ihnen etwas erzählen über ein Thema, das mir sehr am Herzen liegt. Eigentlich zwei Themen, die mir sehr am Herzen liegen. Das eine ist Citizen Science und das andere ist die Frage, wie man große Menschenmengen dazu bringt, etwas Gutes zu tun. Wobei die Frage nach dem, was gut ist, ich Ihrer Fantasie überlasse. Doch beginnen wir am Anfang. Das Internet hat das Ausmaß der Kollaboration total verändert. Vor dem Internet war es so, dass wir alle eigentlich nur mit Leuten kooperiert haben, die nahe bei uns sind. Seit dem Internet ist es möglich, mit jedem, jederzeit, irgendwo auf der Welt zu kooperieren und zusammenzuarbeiten. Und dieser Effekt basiert eigentlich auf folgender Tatsache. Das erste ist, dass die Kosten der Kommunikation massiv auf praktisch null runtergefallen sind. Das führt dazu, dass wir Dinge, die früher Menschen gemacht haben, diese nette Dame hier, junge Dame ist wahrscheinlich nicht mehr so jung heute, oder? Das ist, für diejenigen unter Ihnen, die das nicht wissen, das ist ein Switch, oder? Also ein Telefonswitch, oder? Da werden das eine Telefonvermittlung. Wir haben zunächst mal menschliche Aktivität ersetzt durch maschinelle Aktivität. Das ist die erste Stufe. Jetzt kommt aber die zweite Stufe. Dadurch, dass wir das tun können, verwenden wir auf einmal sehr, sehr viel mehr maschinelle Koordination. Das heißt, das, was wir vorher selten gemacht haben, machen wir jetzt sehr viel mehr. Meine Großmutter, selig, als sie mir noch angerufen hat, hat jeweils nach etwa 20 Sekunden das Telefongespräch abgebrochen, weil es ja so unheimlich teuer ist, von Basel nach Zürich zu telefonieren. Ich glaube, diese Idee würde heute keinem Menschen mehr einfallen, dass es so unheimlich teuer ist. Umgekehrt, die Telcos überlegen sich, wie man trotzdem noch Geld machen kann und machen dann ganz anderes. Aber das Dritte, was geschieht, ist, dass wir Strukturen bauen können, die extrem koordinationsintensiv sind. Also wir können auf einmal Dinge tun, die wir früher nicht tun konnten. Was zum Beispiel? Ich kann hier vormittags einen Vortrag halten, nachmittags in Games sein, am Abend irgendwo in London und dann am nächsten Frühstück wieder zu Hause in Zürich. Das ist jetzt rein transportmäßig, dass wir anders machen können. Aber wir können auch alle unsere Organisationen von überall in der Welt miteinander zusammenarbeiten und das im Takt, den wir vorher nicht konnten. Wir können eine Open Data Initiative weltweit mitmachen. Das ist das eine Phänomen, das verändert, wie wir arbeiten. Es gibt jedoch ein zweites Phänomen und das wird am besten dargestellt durch diesen Herrn hier. Das ist der mechanische Türke. Und das ist keine derogatives Bezeichnung, sondern das ist ein Roboter, der so 1700 irgendetwas am Wiener Königshof alle in Entzücken versetzte, weil er Schach gespielt hat. Das ist ein Schachspielroboter, 17 irgendwas. Jetzt sollte bei jedem von Ihnen sagen, hey, Moment, irgendetwas falsch, kann ja nicht sein. Das stimmt, das kann etwas nicht sein. Hier unten ist so ein schöner, großer Kasten, oder? Und da drin war ein kleinwüchsiger Herr, der sehr gut Schach spielt und hat diesen Roboter bedient. Und seitdem ist diese Idee eines mechanischen Türken eigentlich die Idee, dass wir Menschen Arbeit, als maschinelle Arbeit verkaufen, die eigentlich menschliche Arbeit ist. Und warum macht das Sinn? Ich zeige Ihnen das ganz, ganz kurz an einem ganz einfachen Beispiel. Wenn Sie diese Punktewolke hier anschauen,
dann werden Sie sehr, sehr schnell diese roten Punkte erkennen, also die sind etwas anders, die sind speziell. Und nicht nur, weil ich sie rot eingefärbt habe, sondern weil das Outliers sind, oder? Das sind Ausreißer. Wir haben alle in der Schule gelernt, dass man da eine Gerade durchlegen, auch wenn das Phänomen keine Gerade ist. Aber wir Menschen können aus irgendeinem Grund das in konstanter Zeit machen. Ist völlig egal, wie viele Punkte es sind, wir erkennen die Ausreißer in konstanter Zeit. Das muss uns irgendwie geholfen haben, im Urwald zu entscheiden, ob das Ding, was wir gerade sehen, uns frisst oder ob wir es gerne essen möchten. Das scheint uns geholfen zu haben. Maschinen brauchen dafür eine Anzahl, die in Abhängigkeit ist mit der Anzahl Punkten. Also bedeutend länger. Wir sind also gut in visuellen Tasks. Und das wird jetzt ausgenutzt. Das wird in der Wissenschaft ausgenutzt. Vor um 10 Jahren haben ein paar Astrophysiker in Oxford so ein paar Galaxiebilder online gestellt, weil sie festgestellt haben, innerhalb ihrer Dissertation können sie gar nicht mehr alle diese Bilder klassifizieren. Ihre Zeit reicht gar nicht, die klassifizieren ein Bild in 3 Minuten, hochgerechnet auf alle Hubble-Teleskop-Bilder, dauert das Tage, Stunden, Wochen, Jahre und sie möchten gerne ihre Diss abschließen. Also haben sie das online gestellt und fragen wie, ist es das eine runde Galaxie, ist es das eine spiralförmige Galaxie oder eine sternförmige Galaxie und haben sich gedacht, ja, in ein paar Wochen haben wir vielleicht 50 Enthusiasten, die da mithelfen. Diejenigen von Ihnen, die die Geschichte kennen, wissen, es sind etwa 750.000 Enthusiasten, die da fleißig mithelfen, Galaxien zu klassifizieren. Sie alle kennen dieses Spielchen hier, oder? Sie möchten irgendwo hin. Wissen Sie, dass Sie für Google OCR betreiben hier, Optical Character Recognition. Also Sie sehen, menschliche Arbeit kann Dinge, was Maschinen nicht kann. Das ist nicht neu. Hier ist eine Anzeige aus der New York Times, 1892. Washington, May 1st, a civil service examination will be held May 18 in Washington and if necessary in other cities to secure eligibilities for the position of computer, computer in the Nautical Almanac office, where 2 vacancies exist, one at $1,000, another one at $1,400. Also wenn Sie die Prüfung nehmen wollen, Sie sind etwa 130 Jahre zu spät, aber Menschen, Computer waren mal Menschen. Und genau so ist es. Es gibt viele Tätigkeiten, die können Menschen sehr viel besser ausführen als Computer. Wenn wir jetzt diese beiden Phänomene zusammennehmen, also der menschliche Computer und die Menge und die Möglichkeit, Mengen zu koordinieren, zusammenzunehmen, dann kommen wir auf Dinge, die so aussehen, oder? Das sind jetzt hunderte, tausende von Fotos der Piazza San Marco, die gemeinsam kombiniert werden und uns ein 3D-Modell der Piazza San Marco in Venedig geben, oder? Also das ist jetzt das, was möglich ist. Jetzt will ich Ihnen nicht sagen, dass das alles perfekt ist, dass diese Menschenmassen perfekt sind, aber ich will Ihnen sagen, dass das zu einer neuen Art und Weise führt, wie wir Probleme lösen können. Diese globalen Vernetzungen führen zu neuen globalen Systemen, die etwas sich verhalten wie ein globales Gehirn, das also nicht triviale Probleme lösen kann, die auf der einen Seite diese sehr geduldigen Maschinen kombiniert, und auf der anderen Seite die kognitiven Fähigkeiten von Menschen. Okay? Das ist nicht immer korrekt. Wir machen auch viele Fehler im Kollektiv. Ich gebe Ihnen 2 kurze Beispiele. Ich glaube, ich habe die Zeit dazu noch, so knapp. Das ist ein Standardtest, der vor ein paar Jahren, 2003, 2 Herren an ihrer Uni in den USA gemacht haben. Das ist eigentlich eine sehr interessante Frage. Haben die 1999 Rambouillet Agreements es der NATO erlaubt, in ganz Jugoslawien zu operieren oder nur im Kosovo? Mögen Sie sich vielleicht erinnern, im Balkan. Und in den USA wurde dann diese Frage gestellt und die Studenten wurden gebeten, eine Antwort darauf zu geben. Die meisten Studenten, etwa 60%, haben den auf das US State Department, dort steht ja, man darf das aufgrund der Rambouillet Agreements, und haben gesagt, wir durften das, oder wir durften Belgrad bombardieren. Ein paar weniger haben gedacht, wir fragen, schauen doch nach einer zweiten Quelle. Das hat dann auch. Und ein paar weniger haben gesagt, wir versuchen es ganz gezielt auf Anti-NATO-Seiten, oder? Und da sind wir da fast im einstelligen Prozentbereich. Und die haben die korrekte Antwort gegeben. Die Rambouillet Agreements sind nur für Kosovo gewesen. Jetzt sagen Sie sich sicher, ja, die Amis, oder? Die verstehen die Welt sowieso nicht, die haben das Gefühl, die Schweiz ist Schweden und so weiter. Ich habe diesen Test in Zürich genauso gemacht. Die Kurve sieht nicht genau gleich aus, aber sehr, sehr ähnlich. Und wenn die Berner jetzt das Gefühl haben, die Zürcher seien dumm, oder, dann überlasse ich das ihnen.
Hier ein zweites Beispiel, kollektive Intelligenz kann nicht korrekt sein. Es kann nicht sein, dass die amerikanische Wirtschaft im Montag 1987 in einem Tag ein Drittel ihres Wertes verliert. Entweder ist vor etwas falsch oder es ist nachher etwas falsch. Was bedeutet jetzt das für Sie? Sie sind ja alle nicht interessiert an meiner schönen Forschung im Bereich der kollektiven Intelligenz und des Crowdsourcings, sondern an Daten und an Open Data. Und jetzt komme ich dazu, dass das eigentlich enorm wichtig ist. Denn jeder dieser Datenpunkte in diesem so oft zitierten und verwendeten Grafik und jeder dieser Punkte ist eine ganze Datenbank und jede dieser Pfeile ist ein Potenzial eines Qualitätsproblems. Und es ist unter Umständen ein Datenpunkt, der durch einen Mensch gesammelt wurde und korrigiert werden muss und geupdatet muss und die Maintenance und. Und jetzt gehen wir noch weiter. Die Open Data Webseite hat ja diese wunderschönen Apps, die hier an der Uni Bern entwickelt wurden. Jeder dieser Apps hat Menschen, die dahinter sind, die die Probleme definieren, die sich überlegen, wie soll das Zeug visualisiert werden, die das Ganze baut und das Ganze macht. Da sind also Massen von Menschen involviert, die wir koordinieren, damit sie für unser Ziel arbeiten. Sie alle, ihr alle, seid da ein Teil davon. Und jetzt müssen wir uns überlegen, sind jetzt die Leute da draußen, unsere Arbeiter an der Production Line, und weil ich so knapp geahnt habe, dass irgendjemand will, dass dieses Bildchen dann irgendwann mal auf einer Website landet, habe ich bewusst nicht das Charlie Chaplin-Bild genommen, das da irgendwie unter Copyright steht, sondern ein anderes, das glücklicherweise in der Public Domain ist. Und wir müssen uns fragen, was sind jetzt das? Diese Leute, die für uns schauen, ob die Bushaltestelle wirklich da ist, wo wir denken, dass sie ist. Die melden, dass da ein Loch in der Straße ist. Sind das unsere Gangos, auf gut Schweizerdeutsch, oder wie das auf Amerikanisch-Englisch heißt, Gophers? Oder sind das unsere vollberechtigten Partner, oder wie das in der Wissenschaft zu Neuenglisch heißt, Citizen Scientists. Sind das unsere Bürgerwissenschaftler, die uns helfen, die Dinge zu tun, die wir erreichen wollen? Denn wenn es unsere Bürgerwissenschaftler sind, dann müssen wir sie in jede Phase dessen involvieren, was wir tun. Nicht nur beim, ach, geh da raus und mach etwas für mich. Sondern wir müssen uns überlegen, können die uns helfen beim Definieren dessen, was eigentlich ihre Bedürfnisse sind, des Bürgers. Können Sie uns helfen beim genauen Definieren, was Ihr Problem ist? Können Sie uns helfen beim Überlegen, was dann verschiedene Alternativen sind, wie man das implementiert? Können Sie uns helfen beim Designen und Selektieren des besten Designs einer möglichen Lösung, etc., etc., etc.? Und jetzt stellt sich die Frage, wie machen wir das? Denn Menschen sind eben Menschen und nicht Maschinen. Menschen unterscheiden sich massiv. Aber wir können, und es ist vor allem wichtig, dass wir dies tun. Und ich bringe jetzt vier Beispiele aus der Wissenschaft, weil ich die am besten kenne. Erstes Beispiel. Wir sehen hier oben eine Galaxie von Galaxy Zoo und hier unten können einige von Ihnen so eine grüne Wolke erkennen. Eine nette Dame, die bei Galaxy Zoo als Enthusiastin mitgemacht hat, hat irgendwann mal in einem Forum auf diesem als sie da gearbeitet hat, diese grüne Wolke gesehen, hat in einem Forum gefragt, was ist eigentlich dieses grüne Zeugs unter der Galaxie? Worauf sich eine riesen Diskussion entwickelt hat und irgendwann mal haben die Astrophysiker das auch angeschaut und festgestellt, dass das eine Anomalie ist, die niemand erklären kann, was sie ist. Das Ding heißt heute Hannis Anomalie, Hannis Fortrop, weil sie eine Holländerin ist, und ist ein Begriff, ein astronomischer Begriff. Also die Leute können uns helfen, Dinge zu sehen, die wir nicht sehen. Beispiel Nummer 1. Beispiel Nummer 2. Das Climate Collab ist ein Projekt von Kollegen am MIT. Die nehmen sich dem Klimaproblem an. Die machen hier einmal pro Jahr einen Wettbewerb, wo jeder Ideen einwerfen kann, wie man das Klimaerwärmungsproblem löst. Und dann werden diese Lösungen kombiniert, evaluiert und es kommt ein Vorschlag raus, wie dass man solche Dinge angehen kann. Jetzt wenn Sie sagen, ja, dieses geht sowieso nicht. New York hat eine ähnliche Idee gehabt, hat das gesagt, hat sich gefragt, wie können wir den Schadstoffausstoß in New York reduzieren, hat nicht ganz genau dieses System, ein einfacheres System verwendet und hat sich darauf geeinigt, dass das Allereinfachste ist, was Sie tun können, ist Stromanschlüsse für die Cruiseboats
liefern, die da im Hafen stehen. Denn überlegen Sie sich, so ein großes Schiff, oder? Das verbrennt so ziemlich das dreckigste Öl, das es gibt auf der Welt, um Strom zu generieren. Und wenn Sie einem diesen Schiff einen Stromanschluss geben, dann können alle Autos in New York Schadstoffe ausstoßen und Sie haben wahrscheinlich mehr Schadstoffe gespart. Also da kommen echt gute Lösungen raus. Die Leute da draußen sind sehr gut in diesen Dingen. Sie haben Ideen, die wir nicht haben. Cross-Validated ist eine Online-Community, wenn Sie ein Statistikproblem haben. Gehen Sie dahin, wenn Sie ein Statistikproblem haben, Sie kriegen wahrscheinlich eine Antwort. Und zu guter Letzt tun wir in einem Forschungsprojekt etwas Ähnliches, wenn es um sozusagen Bürgerprobleme geht, wo wir versuchen, diese kollektive Intelligenz zu verwenden, um Bürgerangelegenheiten aufzubringen und über solche Dinge mit den Bürgern zu diskutieren. Jetzt sind Menschen aber, wie gesagt, anders als Maschinen. Aus drei Gründen. Erstens, sie müssen motiviert werden. Ich weiß, sie sind alle Open und Free Data und was weiß ich was, und es ist sowieso alles gratis. Es stimmt nicht für alle, dass alles gratis sein muss. Es hilft, wenn Brot auf dem Tisch ist. Gewisse Leute sind motiviert durch Geld. Andere Leute sind motiviert durch Berühmtheit. Wieder andere sind motiviert durch Liebe oder irgendwelche Ideale. Und zu guter Letzt gibt es noch Leute, die sind motiviert durch etwas völlig anderes tun, aber das, was wir gerne von ihnen möchten. Und wenn Sie so einen Task haben, bei dem Sie Menschen involvieren, müssen Sie überlegen, wie motiviere ich die Leute. Und Achtung, diese verschiedenen Motivationsversionen funktionieren meistens nicht zusammen. Ein berühmtes Forschungspaper zeigt, dass wenn Sie eine freiwilligen Community haben und gewisse Leute bezahlen, dann brechen Ihnen die Freiwilligen weg. Wieso soll ich jetzt idealistisch etwas tun, wenn der andere dafür bezahlt wird? Gut. Das zweite ist, dass wir alles anderes gut tun. Wir haben eine kognitive Diversität. Es gibt Dinge, die kann ich sehr schlecht und es gibt Dinge, die kann ich sehr gut. Und das ist aber gut so, denn in Kombination können Sie gemeinsam Dinge tun, die sonst nicht möglich sind. Und zu guter Letzt, wir haben alle eine Error-Diversität. Wir sind vielleicht einmal gut in etwas, wir sind vielleicht zweimal gut in etwas, wir sind vielleicht fünfmal gut in etwas, aber wenn wir müde sind und laut neuesten Berichten Hämorrhoiden haben und auf dem Pferd sitzen, dann machen wir vielleicht falsche Entscheidungen. Und so auch dieser nette Herr, der wahrscheinlich einer der genialsten Generäle war, der Europa für lange Zeit hatte. Und den wir jetzt hier auch indirekt zelebrieren über unsere 1815 Veränderung. Okay, jetzt was bedeutet das Ganze? Das Ganze bedeutet, dass wir soziotechnische Systeme konstruieren müssen, also Systeme, wo Menschen drin sind und Maschinen, um unsere Ziele zu erreichen. Das müssen wir alle. Und bei allem, was ihr tut, konstruiert ihr solche Systeme. Ihr müsst euch überlegen, wer benutzt das, warum benutzt das diese Person etc. Jetzt gebe ich ein Beispiel, das wir gemacht haben, das versucht sozusagen diese Idee auf den Schlusspunkt zu bringen und viel, viel weiter zu bringen. Das ist eine Programmiersprache, die wir entwickelt haben, die sowohl Menschen wie auch Maschinen kombiniert. Und hier ist, was wir gemacht haben. Wir haben versucht, Texte zu übersetzen. Was haben wir genau gemacht? Wir haben einen Text genommen. Wir haben diesen Text genommen und haben ihn in seine Einzelteile zerlegt, also in seine einzelnen Paragraphen. Haben jeden dieser Paragraphen genommen, haben ihn wieder in seine Einzelteile zerlegt, also in seine einzelnen Sätze. Haben nachher jeden dieser Sätze genommen und ihn in die beste Übersetzungsmaschine der Welt gegeben, oder Google Translate, und haben nachher eine Übersetzung dieses Textes gehabt. Und wie ich dem Lachen entnommen habe, hat uns das sehr interessante Resultate gegeben. Okay. Aber damit war ich fertig. Jetzt hat die Maschine ihren Teil abgeschlossen, jetzt kommt der Mensch. Wir haben jeden dieser Satz einem Menschen gegeben und ihn gebeten, diesen zu verbessern. Haben aber nicht nur einem Menschen gegeben, sondern mehreren Menschen, haben nachher diese mehreren Varianten einer weiteren Person gegeben und sagt, stimm uns ab, welches die beste dieser Versionen ist. Das ist jetzt das Quality Assurance, oder? Weil ich ja auch eine Error-Diversität habe und gewisse Leute kognitiv besser oder schlechter sind, oder? Dann haben wir die Sätze genommen, haben die zusammengesetzt zu Paragraphen, haben die Paragraphen wieder Leuten gegeben, gesagt, lest das kurz durch, schaut, ob da irgendein Fehler drin ist, könnt ihr das korrigieren, könnt ihr das zusammensetzen, haben dasselbe nachher nochmals gemacht, um die Grammatik zu verbessern und haben ganze Texte so übersetzt. Was ist das Resultat? Das Resultat war zweiartig. Das eine ist, dass wir im Wesentlichen ein Buch innerhalb von 4 Stunden von Deutsch zurück auf Englisch übersetzt haben für $67.
auf einer Qualität, wo uns die Profi-Übersetzung gesagt haben, das ist gut, das war John Grisham's The Client übrigens, das ist gut, da versteht man jetzt alle Inhalte, genau, was sie sollen. Ist nicht unbedingt das, was ich am Pool lesen will in der Ferien, aber ich verstehe alles. Die Idee war so gut, dass einer meiner Doktoranden leider beschlossen hat, das war es jetzt mit der Uni. Ich gehe jetzt, mache ein Start-up und dahin war er. Wir haben das jetzt später angeschaut und wir schaffen es jetzt sozusagen für etwa den halben Preis dessen, was professionelle Übersetzer machen, Texte zur selben Qualität zu übersetzen. Jetzt, warum ging es mir darum? Es ging mir nicht darum, Ihnen meine tolle Forschung im Crowdsourcing vorzustellen. Es ging um etwas anderes. Es ging darum, folgende Idee zu vermitteln. Wir haben Probleme größeren Ausmaßes. Wir haben vorher die Nachhaltigkeitsprobleme gehört. Wir haben auch Probleme in der Schweiz, mit denen wir uns auseinandersetzen müssen. Und ich habe das Gefühl, dass wenn wir diese Probleme lösen wollen, müssen wir uns der Chancen der Technik und der Menschen da draußen gewahr werden und Lösungen entwickeln, die auf irgendeine Art und Weise dieses globale Hirn hier verwenden, um die Leute, die da draußen sind, nicht als Gangos und nicht als Gophers zu verwenden, sondern als gleichwertige Zusammenarbeiter und Mitarbeiter in unseren Projekten. Danke vielmals. Ich bin genau rechtzeitig dank den 3 Minuten, die ich von Herrn Kellerhals geerbt habe. Danke vielmals. Applaus